the changes and going up and down. Had to rearrange it, but never lost his crown. Never was afraid of playing his last round. Here's the king. Look into his face, it never told you lies. Falling down from grace, it's been more than twice. He is the king. Mein Vater hatte beim Würfeln viel Geld verloren. Er konnte zunächst nicht zahlen. Daraufhin war ein Anschlag auf ihn verübt worden. Wer dahinter steckte, hat mein Vater nie verraten. Nicht, dass ich ein besonders herzliches Verhältnis zu meinem Vater gehabt hätte. Jahrelang hatte er sich nicht die Bohne um mich gekümmert. Du bist der Robert. Ich wollte dich gerade vom Bahnhof abholen. Aber ich wollte verhindern, dass er, während er krank war, alles verlor, was er besaß. Rücklagen gibt's keine? Mal ist man oben, mal ist man unten. Das heißt, dass mein Vater ganz schön pleite ist. Darum hatte ich mein Jurastudium abgebrochen und war nach St. Pauli zurückgekehrt. Das ist Layana. Sie war die Attraktion der Show in der blauen Banane. Es gelang mir, sie zu überreden, weiter bei uns aufzutreten. Aber dann... Ich hatte alles mit angesehen und war mir sicher, den Täter erkannt zu haben. Auf meine Aussage hin war Max Graf verhaftet worden. Sein Vater ist die unbestrittene Nummer 1 im Viertel. Ausgerechnet an dem Tag, als ihre Schwester umgebracht wurde, war Julia eingetroffen. Um etwas Geld zu verdienen, verkauften wir Essen an die Mädchen auf der Straße. Los geht's mit der Essensverteilung, Sugar. Ich bin bei der Konkurrenz eingestiegen. Ach, bist du? Was zahlt dir die Konkurrenz? Mach mir ein Gegenangebot. Ich soll dir Geld geben. Ja. So ist das im Geschäftsleben. Ein Partner ist nicht nur am Gewinn beteiligt, auch am Verlust. Wir mussten versuchen, wieder eine Show auf die Beine zu stellen. Wollen Sie es mal mit mir probieren? Sind Sie eine Tänzerin? Ich war im Theater. Wir müssten halt besprechen, bis wohin, ich meine, wo die Grenze ist. Was für eine Grenze? Ganz nackt nicht, nicht? Nein, nein. Nein? Doch. Falling, I'm only falling, falling in love with someone, someone so very special, someone I want the world to know. Mein Leben lang hatte ich Angst, darum bin ich so alt geworden. Angst hält wachsam. Ist es so gefährlich? Die denken, sie haben mich im Sack. Das glauben die wirklich. Wer denkt das? Einflussreiche Geschäftsleute. Und Politiker, die von diesen Geschäftsleuten geschmiert werden. Geld ist genug vorhanden. Schmutziges Geld. Wird mit Rauschgift verdient und durch Immobiliengeschäfte sauber gewaschen. Wir wollen das ganze Viertel. Darum bin ich Ihnen im Wege. Aufgeben kommt für dich nicht in Frage. Zum Aufgeben bin ich zu alt. Der alte Kanzler kommt demnächst aus dem Krankenhaus. Mit dem kann man vernünftig reden. Der Sohn wird seine Aussage ändern. Wen hat der gesehen? Wen verwechselt er mit Max?
hat diese Tänzerin umgebracht? Wer? Julia? Julia Reininger. Dirk, also bist du es doch auf dem Foto, hätte ich dich fast nicht erkannt. Ich mich auch nicht, ehrlich gesagt. Wie geht's dir? Wie lange bleibst du? Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht gesehen. Eigentlich wollte ich nur meine Schwester besuchen. Ich bin an dem Abend gekommen, als sie... Ja, ich weiß, entschuldigt, tut mir leid, ich hab's gehört. Wolf! Graf, ja. Wer hätte das gedacht? Ich kann das immer noch nicht glauben. Du arbeitest jetzt als Zauberer, sag mal. Der magische Kalender. Nicht mehr als Verwandlungskünstler? Leia hat mir immer von dir erzählt, dass ihr zusammen auf Tournee wart. Sie hat richtig geschwärmt, wie du Leute nachmachen würdest. In Stimme, Tonfall, Haltung. Man hätte jedes Mal gedacht, derjenige steht leibhaftig vor einem. Teach me, tiger, how to kiss you. Wow, 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 wow. Teach me, tiger, how to kiss you. Wow, 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 wow. Take my lips, they belong to you. Mehr Brust hab ich nicht. Teach me, tiger, how to kiss you. Nein. Nein. Fluss raus, nicht? Und dann mit dem Arsch wackeln. Wow, wow, wow. Nicht mit dem Arsch die Klobrille suchen. Mit dem Arsch wackeln, die Tennisbälle wegschießen. Tack. Ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding, dong. Das ist gegen den Rhythmus, Herr Sugar. Scheiß auf den Rhythmus. Ding, dong, ding, dong. Herr Sugar. Ich, Herr Sugar. Sugar. Ich kost Nerven. Blödes Arschloch. Julia! Du gehst hier zur Hansa-Bahn. Wie bitte? Zur Hansa-Bahn. Maria Reininger. Das Konto ist gesperrt, es tut mir leid. Ja. Ich brauche dafür den Erbschein. Ja. Wenn ich freiwillig räume, sagen Sie, können Sie mir eine Wohnung mit Garten und Balkon zusichern? Na, siehste. Und wenn alles Lüge ist und ich sitze noch auf der Straße? Hier habe ich schon mit meinem Hermann gewohnt. Hier kenne ich jeden Winkel. Kann man ein bisschen klönen, wenn mir danach ist. Aber in so einem Scheißneubau bin ich doch ganz allein. Was hast du denn gegen blaue Banane? Das Ding ist unmöglich. Findest du? Ja. Weil dein Vater wird helle Freude dran haben. Wenn er das sieht. Muss er sich mit abfinden. Ja? Wie sieht das aus? Super. Halt das Maul. Ich find's echt gut. Ja, ich auch. Haltet alles mal. Wie finden Sie es denn? Blue Banana? Ha? Ich
klingt vielversprechend. Neuer moderner Backbiss-amerikanischer. Wollen Sie einkaufen? Ich habe mal nach einem Auftrittskleid für mich geschaut. Hübsch, nicht? Ja, sehr schön. Ich kann es noch umtauschen. Nö. Willst du mit der Franzengardine auf die Bühne? Na, ein Glück, dass Sie so viel Erfahrung in der Unterhaltungsbranche haben, Herr Sugar. Nur nicht Gäste werden, Püppchen, okay? Außerdem nicht Herr Sugar, nur Sugar. Halt mal. Einfach Sugar. Das Kleid ist sehr schön. Es ist vielleicht ein bisschen... Ein bisschen viel Stoff. Genau. Gut, ich tausche um. Je kürzer der Rock, so voller Sugar. I'm a dopey criminal. Arsch und Titten, sonst nichts. Sonst nichts? Sind doch Argumente. Wissen Sie, was Ihr Mann kostet? 200. Kommt gar nicht in die Tüte. Eben. Wir organisieren einen Boxkampf mit den alten Hasen aus der Branche. Ich habe noch Top-Adressen von früher, als ich selbst noch aktiv war. Boom, boom. Und dann nehmen wir Betten an. Und damit zernehmen wir uns. Moment, ich muss telefonieren. Plakat wäre noch gut. Also Sugar-Plakat. Zucker, Sugar. Ja. Druckerei habe ich keine Probleme, kriege ich Prozente. Was meinen Sie damit, wir nehmen Betten an? Wer quatscht da? Schon wieder. Wettbüro, vorne an der Ecke, arbeitet auf Prozente. Den Hauptanteil kriegen wir. Wissen Sie, wie viele Zocker ich kenne? Wie viele Ex-Boxer? Alte, die gehen alle mit den Tausenden in die Wette rein, kein Problem. Das summt sich und damit machen wir unseren Schnitt. Wer quatscht denn da so lange? Verdammt doch mal. Mensch, wenn wir jetzt noch einen Sponsor hätten. Brauerei, ganz klar. Und Indiana, Telefon auf! Wenn ich telefoniere, dann telefoniere! Dann realisiere ich alles von alleine, ganz direkt. Hey, Moment. Sie werden sich doch nicht in diese Zimtsäcke jetzt verknallen. Sehe ich so aus? Eben. War auch Schwachsinn, wo sie jetzt bei uns arbeiten soll, ha? Oh mein Gott.
Gizi! Leg auf! Touch me, Tiger, when I'm close to you. Bin ich da oben nicht so flach? Ach was, du hast ein klasse Dekolleté. Um die Hüften machen wir es enger. Ist der Schlitz nicht zu hoch? Du weißt doch, je höher der Schlitz, desto voller der Laden. So tolle Beine wie Leier habe ich leider nicht. Du brauchst dich nicht vor ihr zu verstecken. Sie war perfekt. Sie war ein Aas, der richtige Schlange. Hier noch ein Abmärchen, wie? Ja, schön, die Kerle waren wie wild hinter ihr her. Aber gemocht hat sie eigentlich keiner. Doch, ich. Ja, sicher. Die Menschen haben halt zwei Seiten. Ich hatte mal einen Freund, einen richtig süßen Jungen vom Land, total verknallt in mich. Die Sache wurde richtig ernst mit Heiratsantrag und so. Und was tut Layana? Sie steckt dem Boy, dass ich ein Kerl war. Dem Jungen ist fast das Herz stehen geblieben. Nee, das könnte seiner Mutter nicht zumuten. Aus war's. Es geht los. Zu wem wollt ihr? Folgt dir nicht. Dass du zuerst und nicht umdrehen. Meine Auftraggeber sind Geschäftsleute, keine Killer. Niemand will Ärger. Dein Vater soll den Schuppen hier verkloppen und die Schnauze halten über alles, was vorgefallen ist. Die Schnauze halten und spuren. Waffe fallen! Hände hoch! Messer weg! Was will denn die? Wir sind hier gefallen. Bringt ihr mir doch nichts. Sie haben die Messer in der Hand. Sie bedrohen die Männer. Nein! Sie kommen jetzt alle mit aufs Revier. Los, 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 kommen Sie. Hey, leck mich. Eigentlich wollte ich Tänzerin werden. Ah ja? Da lag nichts Maxim. Da habe ich an Paris gedacht. Da gibt's ja auch Maxim. Toller Name, habe ich gedacht. Da muss ich tanzen. Ja, jetzt bin ich auf St. Pauli gelandet. Fühlst du dich hier nicht wohl? Doch, klar, wieso? Mir geht's gut. Bloß. Ich hätte gerne eine Familie. Kinder. Ein Hund? Aus Übersee? Mhm. Von meinem Jungen. Schickt mir immer Geld mit. Für Kino. Tut ja gar nicht nötig. Ich hab ja Fernsehen. Nee, das lege ich mir hin, das fahre ich. Ganz ruhig, keine Sorge. Guten Abend, mein Name ist Robert Kranzow, ich bin Rechtsanwalt. Guten Abend. Angehender Rechtsanwalt.
Lassen Sie bitte sofort meine Mitarbeiter und die Mieter meines Hauses frei. Erlauben Sie mal, Sie haben lediglich versucht, mein Eigentum zu schützen. Ihnen ist ein bedauerlicher Irrtum unterlaufen. Regressansprüche behalten wir uns vor. Beruhigen Sie sich bitte, nehmen Sie Platz, wir nehmen ein Protokoll auf. Der Kommissar war ein Stück Butter, als er seinen Text hörte. Ich bin Rechtsanwalt, werde Regressansprüche anmelden. Oh, oh, das war. Oh, das war klasse. Das die. Stimme auf. Kannst du zu mir sagen? Ja, danke. Und Kuss. Jetzt weißt du, warum ich lieber auf St. Pauli putze und nicht in der Stadt. Hier ist immer was los. Hi, Tiger! Nee, nee! Was ist denn? Es ist nichts übrig geblieben. Und dafür koche ich jetzt wie eine Bekloppte jede Woche oder was? Verstehe ich mich lieber mit dem Arsch an die Mauer, aber dann weiß ich jedenfalls, dass abends komme ich mit ein paar Mark auf der Tasche nach Hause. Du machst das prima, Mitzi. Manchmal muss man Verluste produzieren. Strategie. Strategie. Wow, 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 wow. Nee? Nee. Kleid anbehalten? Ja, klar, unbedingt. Na, kommen Sie. Knacker dem Toten noch mal von der Schippe kommst. Hätte ich nicht gedacht. Wie man sich täuschen kann. Du weißt, was der Arzt gesagt hat? Ja, ich muss ja noch Rudi. Aber nur ein Scherz. Ja. Kostet halt wenig. Bringt auch wenig. Liebchen, Käppchen. Ja, schön, dich zu sehen. Tut gut, wieder hier zu sein. Euch alle wiederzusehen.
Wir haben ein kleines Buffet vorbereitet zur Feier deiner Rückkehr. Belegte Brote, Lachs und Sekt. Guten Tag. Ich bin Rudi Kranzow. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Nennen Sie mich einfach Rudi. Julia. Julia Reininger. Hab schon viel von Ihnen gehört. Auch Gutes? Das war nur ein Scherz. Klasse, Julia, dass Sie jetzt für uns arbeiten. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, ich bin immer für Sie da. Das ist schön. Also los, komm jetzt her. Prost, Rudi. Nimm die Gläser. Meine alte Bude hier. Das ist meine kleine Welt, die ich liebe. Hey, gib mir jetzt bloß den Außenladen. Er muss sich hinlegen. Komm dir mal her. Sag ihm, er soll sich hinlegen. Warum hat er denn draußen die blaue Banane abmontiert? Fand ich geschmacklos. Weißt du, fandst du was? Geschmacklos. Hey, wer bist du? Wer denkst du, dass du bist? Rudi, richte dich auf. Die blaue Banane, du, das ist ein Begriff auf St. Pauli. Du kommst bescheuert, das ist bescheuert. Das fand der geschmacklos. Ja, also, die Sache ist gut. Der Kleine hat was drauf. Na, so ja, hast du. Gutes. Hör um. So war er immer. Unausstehlich. Du hast Pause. Sie haben selbst gesagt, der Schuss. Tisch ab! Um Gottes Willen, ich kann ja immer noch nicht sehen. Der Gorilla mit dem Neandertaler, der drin der Konferenz abhält, kann ich nicht weiterarbeiten. Muss ich doch mehr hin. Scheiße! Was ist denn los? Du hast doch gesagt, du wolltest mir jede Woche meinen Anteil zahlen. Ja, vom Gewinn, aber kein Gewinn da ist. Möchte deine beschissenen Kniescheiben an der Tanzfläche annageln? Fete, guck in die Bücher. Hier, letzte Woche. Das allein ist draufgegangen für den Einkauf. Hier kommt noch Strom, Wasser dazu. Vergehrte Scheiße. So, hier, die Einnahmen sind da. Alles detailliert. Wieso nur 693 Mark? Moment, jetzt, das ist noch nicht alles. Das ist, jetzt muss ich erstmal die Unkosten dagegen rechnen. 1485 minus 693 sind 792. Ja, Hälfte für mich. Das sind 396. Ja, tu rüber. Wieso? Die kriege ich von dir. Das ist der Verlust. Plus 500 von letzter Woche macht 896. Das ist das, was du mir schuldest. Kann ich nichts dafür, Fede. Zu stinkt dir. Ich habe nie einen Anteil gehabt an deinem Scheißladen, nicht die Bohne. Wenn du irgendwas anderes erzählst, muss ich dir leider ein paar Knochen brechen, hast du verstanden? Also, hatte ich einen Anteil? Kann mich nicht erinnern. Bist du in Ordnung, Sugar? Gekühlte Schifferscheiße. Nee, das darf doch wohl nicht wahr sein. Sugar! Du bist ein Genie. Alle Rieche! Gut, geht mal! Thank you.
200. 200? Ich frage, was gelaufen. Fast 200 Riesen. Letzter Stand. Gut, lässt sich hören. Hey! Die Nachbarschaft! Komm rein! Herzlich willkommen! Hallo. Na? Haben Sie das Geld? Über 200.000. Ein Stück haben mich erwischt, bin ich erledigt. Mein Maulwurf hat mich eben informiert. Graf gibt keine Ruhe, wenn es um seinen Sohn geht. Er will sich jetzt mit Rudi Kranzl treffen. Finden Sie raus, was die beiden alten Gauner vereinbaren. Doch traurig, wenn man so eine gute und lange Geschäftsbeziehung aufkündigen müsste. Stört mich, wenn der hinter mir steht. Flüsterer? Warum? Meine Sache. Meine Sache. Ich spreche mit meinem Sohn. Er irrt sich. Warum ist er so starkköpfig? Er wird parieren. Ich möchte was trinken. Mach eine Mücke. Ich brauche einen Cognac. Mach eine Mücke. Letzten Endes ist es doch immer sinnvoller zu verhandeln, als ein Blutbad anzurichten. Ganz deiner Meinung. Wenn einer nur mit Mord sich behauptet,
wird es irgendwann einen geben, der ihn mit seinen eigenen Waffen schlägt. Na, dann sehen wir doch zu, dass diesmal der gesunde Menschenverstand siegt. Dein Sohn geht morgen zur Staatsanwaltschaft und ändert seine Aussage. Er hat meinen Sohn nicht erkannt. Er weiß nicht, wer Layana aus dem Fenster gestoßen hat. Und ihm passiert nichts. Beide behalten wir unsere Söhne. Dem Grafen? Olga hat Sie in ihre Sendung eingeladen. Ist doch verständlich, wenn sie behauptet, dass jemand fälschlich beschuldigt wird. Wusstet ihr, dass Graf auf dem Grundstück, wo das Hafenhochhaus stand, ein Hotel errichten wollte? Ach ja, leider aber Pech gehabt. Wir haben das Grundstück rechtmäßig von der Stadt erworben. Ohne faule Tricks, oder? Graf behauptet, die Stadt hat ihn reingelegt. Er will sein Eros Center erweitern, Baugenehmigung lag vor. Jetzt auf einmal hat die Stadt sie zurückgezogen. Und? Dafür wird es Gründe geben. Graf soll dicke Wahlkampfspenden zahlen und seine gesamte Belegschaft zwingen, in die Partei einzutreten. Ist doch erfreulich, wenn unsere Stadtregierung den Wünschen dieses Bordeliers trotzdem widersteht, oder? Ja. Für mich? Ja. Der junge Kranzo wird seine Aussage revidieren. Max Graf kommt frei. Liegt nicht in unserem Interesse, dass das passiert. Verhindern Sie es. Die Geschäfte fressen einen auf. Obwohl ich immer gute Vorsätze fasse, kürzer zu treten. Aber die landen regelmäßig auf der Müllhalde. Lieber Manfred. Man tut, was man tut. Das ist richtig. Sugar hier, mach die Tür auf. Hallo? Kann mich einer an? Herr Sugar, mach mal Tür auf. Dann guck mal auf die Uhr. Um die Zeit ist das Wettbüro geschlossen. Hey Jungs, Ende mit dem Spaß hier. Ach Kinder, das war ein Hit. Ein echter Hit. Na Schätzchen, auch ein bisschen feiern? Und kein freier Platz, habt ihr gesehen? Eine super Idee von Sugar. Aber was steckt da überhaupt? Moment, das können wir ganz anders schauen. Rechnung auf euch! Was ist denn mit dir los? Siehst du aus wie Falschgeld. Schützen wir uns nur, weil er sonst brav ist. Wirst du nicht so unterschiedlich, so wie die ganze Zeit. Sind wir grüßen. Nein. Jetzt wollen wir mal was. Lass mich jetzt mal Luft holen. Ich denke nicht dran. Du parierst dich, hab ich den Grafen zerstört. Du, soll ich dich gleich hier vermöbeln oder erst oben? Du hast die Wahl! Trinken wir noch einen Schluck? Oder wollen Sie schlafen gehen? Ja, gerne. Dein Vater vertütert sich manchmal im Ton, aber dem passiert das nicht. Hat er es jetzt schon wieder vergessen, wetten? Aber mit der Sache hat er recht. Wäre für uns alle besser, wenn du deine Aussagen änderst. Der Graf ist gefährlich und verdammt einflussreich. Wenn man ihm Gefallen tut, lässt er sich nicht lumpen. Man muss auch mal Fünfe gerade sein lassen. Okay, reg dich nicht auf. Wir schaffen es doch auch so. Heute Abend haben wir gut verdient, oder? Ja, bloß da gibt's ein kleines Problem. Nicht aufregen. Tu mir bitte einen Gefallen, reg dich nicht auf. Na, ich rege mich nicht auf. Gut. Das Wettbüro ist mit der ganzen Kasse getürmt. Das ganze Geld. Ja, die Knete ist futsch. Oh, nee. Nee. Abwarten. Ich finde die.
ist nur eine Frage der Zeit. Aus denen wird Fischfutter gemacht. Da könnt ihr einen drauf lassen. Wir haben Ihnen was zu sagen. Wir haben Ihnen was zu sagen. Ja, wenn ihr was zu sagen habt, warum sagt ihr es dann nicht? Bitte. Was soll das? Das ist das Geld, was mein Sohn mir immer regelmäßig schickt. Das gebe ich ja doch nicht aus. Es sind 7.486 Mark und 40 Pfennige. Das ist für dich. Machen Sie Witze? Für meine Brustoperation habe ich 2.500 zurückgelegt. Und meine 50.000. Also genau 51.280. Nein, Sie dürfen nicht Ihre sämtlichen Ersparnisse opfern. Warum tun Sie das? Weil wir hier gerne wohnen bleiben möchten. Und weil das auch unser Zuhause ist. Und weil wir das nicht verlieren möchten. Wo sollen wir denn hin? Das Tischchen möchte ich nachher wieder haben. Ja, klar. Danke. Gute Nacht. Abheben? Alles? Ja. Jetzt möchte ich eins sagen. Heiß. Ja. Bitte? Ich suche die Breuerstraße. Können Sie mir vielleicht helfen? Ruf doch mal einen Krankenwagen! Nein. Nein. Sugar, nein. Nein, nein, nein. Sugar! Komm, lass mal sehen. Komm, Sugar, komm. Sugar, du lebst. Nein, Sugar, du lebst. Du lebst. Das ist eine Fleischwunde, Sugar. Muss ich mal genießen. Oh, Gott.
Frank Magno ist unterwegs. Jetzt mach doch nicht so ein Terz. Oh Mann, Sugar. 30 Meter weiter, hier ist Maus ist tot. Was ist los? Ganz gut. Los, hier geht's. Sehr gut, Sugar. Alles okay. Mach du ja nicht nach. Sugar. Was war denn, Sugar? Hast du einen erkannt? Ich hab dir das Leben gerettet. Mensch, Sugar, ich verdanke dir mein Leben. Das war Glückssache. Ich verdanke dir mein Leben. Kann ich was für dich tun? Wo ist das passiert? Na hier, um die Ecke, quasi vor unserem Haus. Der Junge ist wirklich in Ordnung? Mensch, ich sag's dir doch. Verdammt nochmal. Ja. Ah! Trommel ein paar Jungs zusammen, egal was es kostet. Die sollen nach Robert aufpassen, solange er noch hier ist. Wieso fährt er? Packt seine Koffer. Ich will nicht, dass ihm was zustößt. Keine Diskussion. Der soll nach München und weiter studieren, klar? Dann kleppen wir uns den Jungen vor, der da geschossen hat. Wir finden den Schuh. Klar? Aber erst muss der Kleine in Sicherheit sein. Dann machen wir den Scheißkerl platt. Verlass dich drauf. Aus. An deiner Stelle würde ich auch verschwinden. Das geht doch nicht mein Leben für ein Haus. Für so einen runtergekommenen alten Kasten. Du hast recht, ich widerspreche ja nicht. Ist bestimmt besser, wenn du weiter studierst. Ja, ich habe ihr vor Schreck in die Hose gepisst. Na und? Ich verstehe dich doch. Nun? Erpackt. Das heißt ab? Der kann sich doch jetzt nicht einfach dünner machen. Erlaube mal, man hat auf ihn geschossen. Komm, du bist ja ganz käsig im Gesicht, setz dich mal hin jetzt. Willst du einen Cognac schon? Ja, ne? Ist besser, wenn er weiter studiert. Was soll er mit dem Studium? Die meisten Taxifahrer auf dem Kiez sind Studenten, was bringt das? Ich hole erst mal. Ich hole erst mal ein Handtuch, du saust ja hier alles voll. Der studiert weiter und ist irgendwann ein reicher, berühmter Anwalt. Was kümmert so einen schon die blaue Banane? Ich hab immer gewusst, dass der nicht hier bleibt. Herrgott, jemand hat auf ihn geschossen. Man wollte ihn töten. Ja. Du hast gehört, was passiert ist. Ich muss mit dir reden. Ich mit dir auch. Ich wollte dir eigentlich nur sagen. Du packst sofort deine Sachen und machst eine Biege. Klar? So kannst du mit mir nicht reden. Glaube ich kann. Ich bin immer noch dein Vater. Ach ja? Das fällt dir aber ziemlich später ein. Du gehst doch heute. Basta. Hör auf, mit rumzukommen. Das ist immer noch mein Haus. Du hast mir nichts zu befehlen. Hast du mich verstanden? Du hast mir nichts zu sagen. Hier habe ich das letzte Sagen und nicht du. Feinlich! Ich einen Tag du fährst keine Diskussion! Voll nicht am Ende! Bring endlich dein Studium zu Ende! Klar! Ich tue, was ich will! Ja, noch schöner. Ich verstehe gar nichts mehr. Der kann mich rumkommandieren. Ich bin auf dem Kasernenhof. Das ist geschnitten. Ich bin doch kein Kind mehr. Stopp den Blödsinn, ich bitte dich. Ich kenne halt Angst um dich. Er will doch nur dein Bestes tun. Du bist gekommen, als es ihm dreckig ging. Und dafür ist er dir dankbar. Jetzt geht's ihm wieder gut. Also kannst du weiter studieren. Du hörst mir jetzt zu. Der das heute versucht hat, versucht es noch einmal. Auf sicher.
Wie lange arbeitest du schon für meinen Vater, Sugar? Ja. 16, 17 Jahre. Toller Bursche bist du, weißt du das? Hm. Warum hast du nicht schon längst Familie? Dazu gehört ja schließlich erst mal eine Frau. Vor 4 Jahren hätte ich fast geheiratet. Warum hast du nicht? Na, sie hat einen anderen vorgezogen. Ich habe sie letztes Jahr mal getroffen, durch Zufall. Und was war sie? Sie war geschieden. Der Alte hatte mit ihr eine kleine Meinungsverschiedenheit, da hat sie das Messer über die Backen gekriegt. Ja, ist ja reizend. Und dann plötzlich war sie wieder verliebt in mich. So nach der Devise, ist ein Reifen abgefahren, man nehme den Ersatzreifen. Aber die Schiene fahre ich nicht. Außerdem, diese Narbe über die Backen, die hat mich so irritiert. Ich hätte bei ihr nie mehr einen hochgekriegt. Was soll ich mit der Braut, bei der der kleine Tiger nicht mehr steht? Ne? Geht nicht. Warum gehst du nicht weg von St. Pauli und suchst dir was Vernünftiges? Vielleicht habe ich deinen Vater gern. Und ich auch. So ein bisschen. Ausgeführt. Und der Junge lebt. Genau wie Sie es angeordnet haben. Gut. Vielleicht genügt ja der Schreck, damit der Alte den Schwanz einzieht und endlich verkauft. Die Herren vom Kreditausschuss warten schon. Bitten Sie sie herein und lassen Sie sich noch mal den Termin mit Dr. Fischer bestätigen. Selbstverständlich. Bitte, meine Herren. Und in die Wäsche. Mein Freund hat mir immer gesagt, wenn du schon untergehst, dann muss es sich wenigstens voll gelohnt haben. Was für ein Freund? Hm? Was für ein Freund hat das gesagt? Was weiß ich, welcher? Der Große mit der Narbe. Auf dem Sugar die Arme gebrochen hat, weil er die Halskette dir klauen wollte. Gib mir genau mal die der. Fische. Was war mit dem? Leck mich. Wie fühlen Sie sich? Ein bisschen maddelig, aber es geht wieder. Auf den Kleinen müssen wir aufpassen, der steht in der Schusslinie. Wieso, wenn er sich verdrückt, ist er doch aus dem Schneider. Er bleibt. Wirklich gut bist du nur, wenn du einmal öfter aufstehst, als du auf den Arsch gefallen bist. Es ist doch sein Mensch. Er bleibt. Ja, das ist doch. Kauftermin für die beiden Häuser am Hans-Albers-Platz. Ist Montag. Sehr gut. Den Preis konnte ich noch etwas runterhandeln. Letzte Woche gab es da ein paar Messerstechereien zwischen Drogendealern. Mehrere Mieter haben daraufhin gekündigt. Wer mag sowas schon in seiner Nachbarschaft? Herumtorkelnde Süchtige, Schlägereien. Das Bausubstanzgutachten. Läuft. Ist in Auftrag gegeben. Wann kriegen wir es? In der nächsten Woche. Und? Wird es unseren Erwartungen entsprechen? Ich denke schon. Sie denken oder Sie wissen? Damit wir uns richtig verstehen, Bester.
Wir brauchen ein hieb- und stichfestes Gutachten, wie dringend sanierungsbedürftig diese ganze verrottete Gegend ist. Vor allem die alten Kästen der Lehnstraße. Da hat es heute eine Schießerei gegeben. Ein Anschlag auf den Kranzl-Sohn. Robert? Robert Kranzl? Er wurde erschossen? Hab ich was von erschossen gesagt? Hab ich irgend sowas gesagt? Dann kriegen Sie sich mal wieder ein. Der Schütze hat den Jungen verfehlt. Ganz knapp offenbar. Warum soll nicht so ein Gesicht? Bester. Ja, wer die Hitze nicht aushält, hat im Dampfbad nichts verloren. Kannst du die verkackten Köter nicht draußen füttern? Was heißt denn verkackt? Ich habe die gewaschen, gebürstet in der Badewanne. Ja, aber sie haben Mundgeruch. Schau mal, ja, ohnmächtig werden. Sie stinken aus dem Maul wie eine Kuh aus dem Arsch. Sehr witzig. Nee, du. Klapper nicht so mit den Zähnen, du hast doch gar keine. Und deine hau ich dir gleich ein. Da musst du aber aufpassen, dass ihre Kampfwunde nicht über dich herfallen. Ah, Ma, ihr mit euren Witzen. Manchmal denke ich, ihr solltet damit zum Arzt gehen. Lass mal eine Sitzbehandlung führen. Lass mal die Gehirnventile auspusten lassen. Die Hunde sind ein Bombengeschäft, das sage ich dir. Wa? Heute Morgen im Campari beim Frühstück bin ich einen losgeworden. Und die anderen zwei verscherbel ich heute Abend auf dem Kiez. 950 Mark das Stück. Mitzel, magst du einen Schluck? Gib her, unbedingt. Entschuldige, gestern Abend beim Schlafen von Dieter habe ich den Braun hier gerade verkauft, ne? 920 Mark, bar auf die Kralle. 920? Die Typen waren gerade zahlen. Ich bin leider mitten ins Lokal. Kann ich noch einen? Guten Abend. Warten Sie, Robert. Hier ist noch was frei. Danke. Nehmen Sie sich den Teller. Schön, dass Sie bleiben. Danke. For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, which nobody can deny. Ja. Robert, alles gut. Finden Sie nicht, alles gut. Es wäre an der Zeit, dass wir endlich du zueinander sagen? Ja. 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 Julia. Robert. Hätte lieber, sie würde dich küssen. Keine Sorge. Ich habe keine selbstzerstörerische Ader. Stürze mich nicht wie ein Schlafwandler in eine Katastrophe. Verknall mich in eine 30 Jahre jüngere Frau. Ich bin krank. Ich weiß. Er reißt also nicht ab. Ich sollte ihm eine verpassen. Ja. Immer mal halblang, Rudi. Der Junge ist in Ordnung. Er weiß, wo sein Herz sitzt und ist klug. Du kannst stolz sein auf ihn. Das sehen ja einschüchtern. Mhm. Auch nicht von bleihaltiger Luft. Schmeckt's? Mhm. Ja, sehr gut. Ist selbst gemacht. Von Mitzi. Also ein Steak? Kann ich immer essen, besonders schön blutig. Jetzt wird der Mann war so eine Art Kochkünstler. Mein Vierter. Früh. Auch nur aus Liebhaberei. In Wahrheit macht er einen Diamanten. Er war Juwelier? Nee, er hat Diamanten verschoben. Hehler war er. Ja. Oh. Danke.
sehr freundlich. Ich habe fürchterlichen Hunger. Ich glaube, ich kriege einen steifen Hals. Oh, einen steifen? Ja, woher nehmen und nicht dir. Hey, ich mache hier keine dreckigen Bemerkungen. Erlaube mal, Rudi, sie hat gesagt, sie kriegt einen steifen Hals. Und daraufhin habe ich nur gefragt... Ich habe gehört, was du gefragt hast. Was ist denn so stinkig, Rudi? Kann die Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst? Vor Glück. Komm, Sugar, lass uns tanzen. Ich kann doch gar nicht tanzen. Na, wer kann hier schön tanzen? Einen nur denkt, wenn Sugar. Du bist dran, Letzi, komm. Oh, nein. Niemals. Hier haben wir eine Dame, die würde jeden Abend tanzen, wenn man mich nur ließe. Und wenn meine Beine mitmachen. Komm, Rudi. Schon so faul, schenkt der Süßen einen Tanz. Sie pennt doch gleich ein. Liebe kann nicht Sünde sein. Auch wenn sie es will. Klar, willst du nicht tanzen? Ist mir egal. Lieber will ich singen mal. Als ohne Liebe. Rudi. Tango. Ersten Lied sollten wir nachher noch ein bisschen feilen. Wieso? Ich denke, das steht. Ihnen, dir hat's ja gefallen. Oh, nicht gleich eingeschnappt sein. Bin ich eingeschnappt, bin ein bisschen aus dem Gleichgewicht, vertrag keinen Alkohol. Ihr Vater, dein Vater ist ein guter Tänzer. Was meinem Vater in der Show fehlt, sind Arsch und Titten. Hm? Darum will er dauernd was ändern. Guten Abend allerseits. Das war wieder ein Tag heute. Ola, setz dich. Danke. Komm her. Wenn ich jetzt noch hätte eine Kunde in die Haare aufdrehen müssen, wären mir die Finger abgefallen. Ein bisschen Arsch und Titten ist doch in Ordnung, oder? Was hast du denn gegen Arsch und Titten? Wenn es Ihnen immer noch nicht gefällt, was ich mache, dann wäre es doch besser, ich steige aus. Das kann ich nicht zulassen. Den Teufel werden Sie tun. Na wunderbar. Bist du jetzt zufrieden? Wenn sie aussteigt, sind wir geliefert. Kann denn Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst? Seht euch, Karin. Kann es wirklich Sünde sein, wenn man immer zu an einen nur denkt? Der Junge ist ja spitze. Welche gute Imitation. Ich spiele nicht gleich die beleidigte Leberwurst. Du meinst Imitation. Hey, du kannst besser reden wie ich. Als ich. Na schön, ich habe kein Abitur, aber ich habe einen guten Kopf für das Alltägliche. Also gleicht sich's wieder aus. Absolut spitze. Wer imitiert der überhaupt? Zara Leander. Wen? Zara Leander. Mensch, das Kind hat die Nummer gehört in unser Programm. Ehrlich, Rudi, wirklich? Ja. Ist das nicht ein bisschen von vorgestern? Finde ich auch. Das ist klasse. Das wird Knüller. Zara Leander ist ewig. Wie Elvis. Also ist es so richtig mit... Mit Federbohr und langer Schleppe, ja? Na klar, Mädchen. Klar, doch. Mensch, Rudi, dir gefällt die Nummer wirklich, ja? Ja! Ja! Kann denn Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst? Vor Glück. Kriege ich eine Waffe. Hast du schon mal eine Kanone in der Hand gehabt? Nein. Dann vergiss es.
Hey. Du bist kein Revolverheld. Sag doch mal auf. Du hast was auf dem Kasten. Du kannst denken. Das ist das Ding von heute. Hat der Alte dir verboten, mir zu helfen? Hör zu, dass du so über deinen Vater redest, mag ich nicht, okay? Rudi Kranzo ist eine Kiezgröße. Eine Legende. Du bist Friseuse, was verstehst du schon von der Show? Ich bin ganz normaler Zuschauer und ich finde eure Julia stinkfad und die Zara Leander nur mal beschissen. Niemand hat dich nach deiner Meinung gefragt. Da, siehst du? Es interessiert dich nicht. Eben glaubtest du doch. Sugar! Nein. Alles okay. Das Haus wird bewacht. Die Jungs sind auf ihrem Posten. Wir müssen verdammt aufpassen. Mit Graf ist nicht zu spaßen. Der Chef dahinter, meinst du? Und wer sonst? Du dreht dich so in die Eier, dass sie ihm aus den Ohren wieder rausplatzen, sag ich dir. Irgendwas los? Nein. Komm, sag dir mal. Alles in Ordnung? Komisch. Ich genieße es, wieder zu Hause zu sein. Ja. Gleichzeitig habe ich mich noch nie in meinem Leben so einsam gefühlt. Einsam? Als ob ich was wollte, was ich nicht bekommen kann. Sagte Rudi, sagte. Ja. Alter, aber du lässt dich doch nicht von so einem Hauch Parfüm umwerfen, oder? Hey. Soll heißen, kümmere dich um deinen eigenen Kram, nicht? Das heißt, mach dir keine Sorgen um mich. Halt mich für eine Niete, was? Rudi? Kommt daher, mischt sich in alles ein, markiert den großen Fachmann und muss überall seinen Senf dazugeben. Wichtig, tue. Dieses Anmaßen der Gabe kann ich nicht ausstehen. Geht mir echt auf den Geist. Muss mir ja nicht antun. Schluss. Aus. Ich hab mich selbst belogen. Keine Ahnung, was ich mir beweisen wollte. Hey, du willst doch jetzt nicht kneifen. Wir machen die Show. Das wird ein Knüller. Weil unter uns fragen. Ja. Dir gefällt auch nicht, was ich mache. Naja. Ganz ehrlich? Ganz ehrlich. Das hier ist ein Striptease-Show. Verstehst du? Kauf dir ein paar Straps und dann ran an den Speck. Straps besorge ich dir. Günstig. Striptease ist nichts für mich. Wieso du? Du warst doch geschauspielert. Na, dann kannst du auch strippen. Wo ist denn da der Unterschied? Ich verkörpere wohl kaum den Traum von einer Frau. Du hast absolut keine Ahnung, wie du auf Männer wirkst. Das ist noch nie schmutzige Fantasie. Doch klar. Na, siehst du. Bestimmt das Ganze noch schöner. Wenn die Männer ihre Stühle näher rücken, sich atemlos nach vorne beugen, dich mit ihren Blicken verzehren und sich am liebsten einen pflücken würden. Hör auf, dich zu verstecken. Sei einfach mal du selbst. Hm?
Spaß muss sein, sprach Wallenstein. Und schob die Eier gleich mit rein. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich hab Stimmen gehört, Mischke. Was stehst du hier rum? Erlaube mal, ich kann doch stehen, wo ich will. Man sieht gar nichts. Blut? Oh ja. Bei deinem Zinken fällt doch sowas gar nicht auf. Dämlicher Vollidiot. Das hab ich gehört. Meine Nase ist das Beste an mir. Du kannst nicht schlafen. Was wollen die denn? Die taxieren die Häuser. Was ist los? Schon was vor zum Mittag? Ja, was ist denn mit dir los? Du siehst ja aus wie Falschgeld. Der neue Hausbesitzer will uns hier weghaben. Oh Gott, das ist doch bloß ein Gerücht. Seit beinahe 50 Jahren lebe ich in dem Haus. Hier war ich mit meinem Hermann glücklich. Hier gehe ich nach oben, verschließe meine Tür. Bin trotzdem nicht allein. Komm, wir trinken Kaffee bei mir, komm. Soll ich denn in einer anderen Wohnung bei meiner Rente die Miete zahlen? Ach, komm. Was willst du mit einer Waffe? Ja, wie schießt, schieß ich zurück. Wohnen wir dann jeden Mittwoch auf dem Schießstand hinter dem großen Supermarkt, Ecke Karostraße. Da steht auch Edel an Fatigue Knarren. Auf dem Schießstand von der Polizei? Warum gerade da? Da niemand so genau hinguckt, ist jedenfalls die Theorie von Ede. Guten Tag, Frau Panko. Wie immer? Ja, bitte. Wo die Bullen ihre Schießübungen machen, meint er, kommt keiner auf die Idee, sich einen Waffenschein zeigen zu lassen. Kommen Sie hier rüber, bitte. Ja, danke.
Sie auch? Nein, danke. Ich habe schon, vor 2 Stunden. Frühaufsteher? Ja. Um 9 macht Mona ihren Friseursalon auf. Fleißig. Ich bin durch damit. Das Kreuzworträtsel ist noch mit euch. Danke. Viel Spaß beim Lesen. Rudi, kommst du? Mir mal den Reis und ein bisschen von dem Schweinefleisch. Lange nicht gesehen, alter Freund. Wie geht's denn so? Beim letzten Mal ging's noch. Das sollte ein Scherz sein. Der alte Spaßvogel. Kriegst also die blaue Banane wieder flach? Was jetzt Blue Banane? Hab ich gehört. Setz dich. Willst du was essen? Danke. Kein Appetit? Ich hab Sorgen, Graf. Ja, natürlich. Du weißt warum. Wenn dir deine Sorgen auf den Magen schlagen, das kann ich ja verstehen. Aber ist das ein Grund, mich zu beleidigen? Dich beleidigen? War nie meine Absicht. Ja, meinst du, ich weiß nicht, warum du herkommst. Auf deinen Sohn ist geschossen worden und du glaubst, einer meiner Leute steckt dahinter. Ich hatte gehofft, wir könnten vernünftig miteinander reden. Wir sind alte Freunde. Ich schätze dich als einen vernünftigen Mann. Wenn einer meiner Leute schießt, dann trifft er auch. Nichts liegt mir ferner, als irgendwen zu verdächtigen. Ich bin auch bereit, alles zu vergessen, was bisher geschehen ist. Alles. Nur, damit wir uns recht verstehen. Falls meinem Sohn irgendwas zustoßen sollte, falls er einen Unfall hat, ein Auto ihn überfährt oder ein Ziegel vom Dach fällt und ihn da schlägt oder falls er eine Kugel in den Kopf bekommt oder ein Messer zwischen die Rippen. Ich würde den Schuldigen aufspüren. Und nichts in der Welt könnte ihn davor bewahren, dass ich ihn vernichte. Dass ich ihn ausradiere. Nichts. Mit der verdammten Schießerei hat keiner von uns was zu tun. Ein Wort darauf. Ich mag es nicht, wenn im Viertel rumgeballert wird. Das ist schlecht fürs Geschäft. Lee, bring mir noch eine Portion Brokkoli. Ich frage mich natürlich, wie du auf die Idee kommst, dass ich deinem Sohn was antun möchte. Vielleicht, weil du ein schlechtes Gewissen hast. Die Aussage von deinem Sohn hat meinen Sohn hinter Gitter gebracht. Ich billige sein Verhalten nicht. Ach, du billigst sein Verhalten nicht. Dann ändere es. Du bist sein Vater. Du hast eine Menge Probleme. Steckst in Schulden, von denen du irgendwie runterkommen musst. Bist du auf einmal so reich, dass du auf meine Hilfe pfeifst? Klar, ich bin Millionär. Ich zeig's bloß nicht, weil es mir peinlich ist, so viel Kohle zu haben. Das soll ein Scherz sein. Ja, warum sich dann zusätzlich Probleme schaffen? Warum ändert dein Sohn seine Aussage nicht? Er ist ein prima Junge. Mächtig aufgeweckt. Aber stahlköpfig. Bist du nicht mal mehr mit deinem eigenen Sohn fertig? Lass uns Missverständnisse vermeiden. Ja, gut. Er ändert seine Aussage oder ich breche ihm die Wirbelsäule. Und dir möglicherweise auch. Dann wird nichts, hörst du? Nichts mich davon abhalten, euch zu erledigen. Euch... Wie hast du vorhin gesagt? Auszuradieren. Klar?
Sebastian? Also, welche willst du haben? Naja, die liegt ganz gut in der Hand. Vielleicht doch lieber die, hm? Schönes Stück. Ja, die? Beide. Was kosten die? 1400. So teuer. Für mich? Für den Sohn von Rudi Kranzow? Mensch, 12 Blau ist mein letztes Wort. 900. Mehr hab ich nicht. Du machst mich fertig, da leg ich zu. Wie viel Munition brauchst du? Na ja, ich weiß nicht. Ja, was ist das für ein Gefühl, ne? Hättest du jetzt schon einen harten Burschen? Na, zieh schon. Los. Hör auf! Eine Kanone macht dich noch nicht zum harten Burschen. Mit der Kanone bleibst du trotzdem ein kleiner Wichser. Ich kenne genug Typen, die eine Kanone hatten und trotzdem noch ins Bett gepisst haben. Wie schießt, da muss ich mich wehren. Meinst du, du bist ein harter Bursche, wenn du es fertig bringst, auf den Abzug zu drücken? Glaubst du das wirklich? Ist gut. Ich muss morgen um 6 Uhr aufstehen, ehrlich seine Brötchen verdienen. Das ist hart. So einen respektiere ich. Drum mir nie wieder, hörst du? Drum mir nie wieder. Also, wie viel? 700. Was ein Arsch auf dem. Kein Pfennig mehr als 500. Du machst mich fertig, da liegt zu. Die Höhe gewinnt. Das war das Beste an mir. Was machst du denn hier? Och, bloß mal gucken. Bisschen Luft schnappen ist doch gesund, oder? Unsere Frauen werden belästigt. Die Kinder geschlagen. Bei mir brennt seit 2 Wochen kein Licht mehr im Hausflur. Dauernd werden die Birnen rausgeschraubt. Schikanen über Schikanen. Vor der Haustür steht Drogendealer, die das Zeug an unsere Kinder verkaufen. Ja, aber die Dealer haben doch nichts mit der EEG zu tun. Nö. Offiziell natürlich nicht. Aber es fällt schon auf, dass sie immer da stehen, wo die EEG die Mieter raushaben will. Um das Haus umzubauen. Ohne deine Hilfe müssen wir unsere Wohnung räumen, Graf. Ich bitte euch durchzuhalten. Lasst das Viertel nicht im Stich. Meine Leute haben künftig ein Auge auf euer Haus. Und die knöpfen sich auch die Dealer vor. Wie geht's, Max? Der ist bald wieder zu Hause. Niemand hier zweifelt an seiner Unschuld. Ich habe ihn mein Lebtag beneidet. Ich meine, jedes Mal, wenn ich ihn getroffen habe, war ein bildschönes Mädchen bei ihm. Aber jetzt beneide ich ihn noch viel mehr. Mensch, Alter, das ist die Frau von seinem Sohn, Mann. Ihre Familien wollen nicht länger auf St. Pauli wohnen bleiben. Das ganze Viertel geht vor die Hunde. Du bist die letzte Instanz. Pass auf dich auf. Thank you.
Warum denkt er, du warst? Rudi Kranzow. Warum denkt er, du hättest auf seinen Jungen schießen lassen? Er weiß, dass ich sein Haus brauche, um das Eros-Center nach hinten raus erweitern zu können. Wenn du es nicht warst und keiner von deinen Leuten, wer hat dann auf den Jungen geschossen? Wer hat Interesse daran, diese Leute zu erledigen? Von Würfel, Rudi. Kann ich doch nicht wissen. Jetzt weiß es. Also verpiss dich. Pass mal auf, alle, ja? Und laber keinen Scheiß. Sugar bricht dir sämtliche Finger, wenn du sie noch mal anfasst. Ist dir das klar? Ob das klar ist? Ja, ja. Gut, wenn du es kapiert hast. Schon gut.
Herrgott, die Hüte extra legen. Vorsicht, nicht die Federn zerdrücken. Ja, ist ja schon gut. Ach, Kinder, ich hab schon wieder ein neues Problem. Kranz auch lang. Denn mal sie an, dann denkt man, das sind Fußkettchen. Fußkettchen? Längs? Scheiße, Kacke! Was ist denn da los? Was ist denn? Ich krieg das alles nicht mehr in den Griff. Ich hab die Schnauze voll von Pudeln. Kacken mir die Finger auf den Teppich und ich trete da rein. Nicht wischen! Ja, was dann? Neues Make-up. Du musst das trocknen lassen, ich lasse es nachher rausbürsten. Die Scheiße, machst du mir doch die Bude voll. Super. Hab ich doch nicht so. Selbst gekauft? Heute Morgen. Kostet Vermögen was. Ach, wie soll eine Frau sich schön machen, ohne zu verhungern? Tut's wieder weh? Das ist spannend, dass auch die Haut reißt. Dieser Kurpfusch hat mir tiefgefrorenes Bindegewebe eingefasst. Oh, alles steinhart, fass mal an. Merkst du? Ist der Arzt nicht haftbar? Ach, hab ja unterschrieben, dass ich den Eingriff auf eigene Kappe machen lasse. Wollt unbedingt so ein schickes Chassis haben. Ich bin ja auch stolz drauf. Robert, haben wir eine neue Frisur? Sie ist verschossen in die Zimtzicke. Ja, Karin meint das. Ja, was habe ich so ein dünnes Gesteck? Ist doch magersüchtig. Geschmackssache. Als ich das letzte Mal so was Dünnes gesehen habe, war Zahnpasta dran. Mein Gott, da kann doch der Hund nichts dafür. So was möglich. Danke, Herr Kranzow. Wofür? Hey, Sie sehen sehr gut aus. Danke. Wofür danke? Dass Sie mich vorhin beschützt haben. Hab ich? Mhm. Ich verstehe nur noch Bahnhof. Ja, 40 Marken da. Billiger als deutscher Tänzer, oder? Teach me, Tiger. Wow. Help me, Tiger. I don't know what to do. Wow, wow. I know that you close to you. Wow, wow, wow. Help me, Tiger. I don't know what. Wir sollen das anmachen. Kein Pep, kein Pfeffermarsch. Jetzt so viel Sex wie die Hängetitten von meiner Tante. Ja, mach was dagegen. Aber Johannes, seine kommt nach St. Pauli, guckt sich um und wird immer schärfer. Und dann. Verstehst du? Ja. Na, eine dezente Selbstbefriedigungsnummer. Mach die doch nie. Ja, mit sich selbst bumsen wird sie ja wohl noch, oder? Dagegen kann doch nicht mal die was haben. Ach nee. Gleich raus mit auf dem Hof, bitte. Diese Tonanlage würde ich sagen. 43.000, inklusive Montage. Da haben Sie dann auch was Solides. Euer Ersatz für Layana? Mhm. Wobei ja. Rattenzahlungen räumen Sie uns ja wohl ein. Ausgeschlossen, Herr Kranzow. Vom letzten Mal sind noch 8.000 offen. Die begleichen wir dann mit. Tut mir leid, Herr Kranzow. Ihr Vater hat mir schon vieles versprochen. Haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Aber wieso denn? Doch nicht der Ernst. Ich soll hier masturbieren? Was denn? Die sollen sich nur einen runterholen, weiter nichts. Wir sind ja schon dabei. Hast du das noch nie gemacht? Nein. Doch, doch, natürlich, aber... Na, also. Überlegen Sie sich das, Herr Kranzow. Arschloch. Vergiss ihn. Hör zu. Dein Vater hat nichts dagegen, dass du hier bleibst. Unter einer Bedingung. Er war beim Grafen. Egal, was du gesehen hast. Egal, was passiert ist. Du darfst kein verpfeifen. Ich mache keine falsche Aussage.
willst du uns allen das Genick brechen? Sie gehen noch mal weg? Zu einer Würfelparty. Die will ich nicht verpassen. Ja. Sie würfeln wieder? Es wird Zeit, dass es plötzlich wendet. Irgendwann muss ich ja mal wieder Glück haben. Wenn Sie Geld brauchen, meine Schwester hat mir einiges hinterlassen. Ja? Ich war heute beim Notar, also... Das ist sehr lieb, Mädchen. Aber danke. Wir schaffen das schon allein. Ja, wir schaffen das schon allein. Übrigens, das war sehr gut eben. Meine... Ja, hat mich echt umgehauen. Voll. Ich schäme mich zwar sehr, aber... Brauchen Sie nicht. Das funktioniert, weil Sie dabei so... so... Ja? Wissen Sie, was ich jetzt gerne hätte? Was denn? Einen guten Nachtkuss. Das ist alles? Das war kein Kuss, das war ein Küsschen. Bilde ich mir das ein, starten Sie mit mir.
Ihre Beobachtungsgabe ist erstaunlich. Also du flirtest mit mir? Nein. Ich versuche, dich ins Bett zu kriegen. Hast du nie dran gedacht? Da denke ich dauernd dran. Dann tust du auch. Tu's. Draußen regnet's. Und es ist dunkel. Wenn die Dinge anders liegen würden. Wenn. Aber so habe ich einfach das Gefühl zu wissen, was dabei rauskommt. Also, du willst so einen richtigen fachmännischen Gute-Nacht-Kuss von mir. Unbedingt. So wie wir hier auf St. Pauli küssen. Ja. Mit allem drum und dran. Selbstverständlich. There's always one thing.